Herzlich willkommen zur Handelsfahrgabekarte Eco Thüringen. Wir werden den Holz erkaufen. Wir haben jetzt die Ausfahrt erledigt. Die Maschinen sollten auch jetzt im Hof sein normalerweise, in der Garage mehr oder weniger. Da haben wir ein bisschen Kleingeld brauchen, werden wir das Holz, was jetzt unten liegt, aufsammeln und entsprechend zum Verkauf bringen. Dann werden wir, wenn wir es noch schaffen, ein bisschen Bodentextur arbeiten, um das bisschen anzugleichen. Wir sollten vorne anfangen mit Aufladen. Ja, bei 3 Meter noch was. 3,1 oder so. Mahlzeit, danke, Entschuldigung. Genau, genau richtig. Das ist nicht allzu viel Holz, aber denken wir, eine Fuhre wird reichen. Da legt sich einer quer, gibt's doch gar nicht. Na gut, was soll's. Was ein bisschen ruckeln schaffen kann, ne? Müsste man vielleicht einen automatischen Dings haben, so, der von vorne reinrücken kann. So. Da unten haben wir noch ein paar. Ups, jetzt können wir ein bisschen nach hinten gehen. Ah, 6. Bei 9, 39 ungefähr, 9, ja genau. Weil ein paar liegen doch ein bisschen nach vorne gerutscht. Ein bisschen kompensieren. Einmal verkaufen können, fahren können. Ja. Ganz gutes Holz. Auch reichlich. Machen wir den mal auf. Und wieder runterwerfen, sicherlich. Fest ist er. Naja, jetzt auch mit warten, bis die erste Sonnenblumen aufkeimt. Dann können wir nochmal später noch düngen auf Feld 60 und 12. Da fehlt noch eine Stufe. Da kann man die schönen Hallen sehen. Da kann man auch schön durchfahren, man muss da nicht rangieren. Ich habe mir überlegt, ich werde doch Bäume anpflanzen. Denn wenn der Gebäude verändert, ist ja nicht das Problem. Hauptsache die Gebäude, die ich jetzt gesetzt habe, oder die bleiben dann halt. Ne? Also das heißt für mich jetzt im Prinzip, dass wir jetzt irgendwo noch Setzlinge kaufen werden und dann aussehen. Also die Bäume pflanzen werden. Auch da brauchen wir Geld für. Zum Pflanzen haben wir noch ein Gerät da und wir müssen halt erstmal Duppen fräsen. Um 61 Meter. Arsch. Mist. Also wir brauchen unseren
Da brauche ich alle Fahrzeuge zurück, ist egal. Jetzt geht's zur Rettung. Also fällt öfters um. Nicht schön. Dann haben wir etliches vor, das zum Fräsen, ne? Naja, gut. Da kann man sehen, was wir schon gefällt haben. Ja, jetzt ist es die letzte Folge, Freitagsfolge. Ja, Freitagsfolge. Jetzt kommen wir in normalen Rhythmus rein. Aber die 5 Folgen, die ich jetzt gemacht habe, muss ich noch hochladen. Bearbeiten, hochladen, das ist auch noch gemacht. Spätestens Donnerstag werden sie hochgeladen. Ja, irgendwie geht das schon, ne? Wird schwierig zu bergen sein, dann hier weg auf, das ist ja blöd. Anführungszeichen, aber gut. Aber ich hatte mal irgendwo mal das gleiche gemacht und dann entladen und dann hieß es nicht weg. Und das wäre ja knappe 50.000. Also schon Übung rein, ne? So leichter wie ich dachte. Einmal einsteigen, ne? Da ist auch ein Baum ausgeflogen. Ja, macht nichts. Wieder haben. Irgendwie. Müsste reichen. Der ist zu hoch. Gut, hoffen wir, dass er liegen bleibt oben drauf, ne? Und nicht umfällt. Na, der ist zu hoch beladen, das ist alles. Soll man nicht machen normalerweise. Hat er sofort gemocht. Sofort gehoben. So, zwei noch. Oh, jetzt 22.000 und zusammen. Aber ein Laden. Runtergefallen. Ups. Haben wir Geld. Schauen. Fahren wir mal zum Hof.
müssen da ein bisschen angleichen. War hier vorne die Kante etwas ungünstig. Das heißt, das ist verkehrt. Immer wieder Hilfsmenü anschalten, das ist jetzt hier absenken, verschieben, angleichen, anheben. Planieren. Nicht so einfach. Ich möchte ja eigentlich, dass es schräger wird, ne? Ja. Muss man. Bisschen wird besser, aber ne? Hier sind große Ecke, cool. Denn wenn ich mit der Fahrzeuge runterfahre, das muss ja richtig funktionieren, ne? Das ist schon mal ganz gut. Ne? Ups. Da hat er sich bitte viel genommen. Aber das wäre eigentlich optimal, ne? Also richtig gut kann ich das nicht. Ups. Eigentlich sollte ich ein bisschen mächtig absenken. Das wird immer blöder als besser. Also im Grunde besser, ich glaube die Halle hätte erst bauen sollen oder erst planieren sollen. Bodentyp. Stärke ändern. Ach, zu streng, Kui. Gut, die Kante ist jetzt weg, die Buckel. Muss noch hier ein bisschen die Schräge hinkriegen. Annehmen, angleichen.
das schöne Geld drauf, aber wir müssen so eine kleine Rampe entsorgen. 49.000. Aber das Blöde ist, wir müssen ja hier irgendwie gerade runterkommen können. Ne? Oh. Schon mal einigermaßen. Das war ja schon fast gut. So, das dazu. Wohntyp. Beton. Oder so ähnlich wie die in der Halle damit der Boden ist. So, zaubern wir mal hier runter. Ist nicht perfekt, aber gut. So, hier ein bisschen drehen, anders gucken kann. Und dann müssen wir hier die Textur auch noch ändern. Dann mal hier auch gleich unsere Wiese wegnehmen hier vorne. Wie gesagt, ist nicht perfekt, aber muss hier auch nicht, ne? Oh, böse. Also das ist ein bisschen ja, bearbeitungsbedürftig hier. Ah ja, gut. Ein bisschen ist gut. Bin nicht zufrieden. So. So, angleichen, anheben, absenken, angleichen. Das ist ja irgendwie. Das ist ja das, man sieht es hier manchmal gar nicht, ne? Was meint ihr? Die wir ein bisschen anheben, ne? Planieren. Ein bisschen anheben. Oh. Bin zu viel aus Guten. Angleichen wieder. Ah, das machen wir fertig. Zumindest versuchen wir es.
ganz so extrem gestalten. Weil wenn doch mal erfahren sollten, ne, das kann man ein bisschen korrigieren. So, da so ein bisschen leicht uneben. So, da noch ein bisschen. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Abo oder ein Like. Ich sage auch mal schon danke dafür. Ja, das ist schon fast perfekt. Man sieht gar nicht mehr so richtig die Unebenheiten. Aber das ist schon gut so. Vielleicht habe ich die Ränder ein bisschen anders gestaltet, mit Grün oder dergleichen. Feldmäßig, das geht schon. Dann seid mal tschüss und mir gewinkel. Ciao, ciao. Bis, ja, hoffentlich morgen wieder. Ne? Ciao, ciao. Tschüssi.